Ah, da sind die Dailies. Was haben wir denn da? Nein. Nee, das machen wir jetzt nicht. So. Da ist sie, die Villa. Diese Maske, interessant. Sie muss Teil von Gasmods Sammlung werden. Freund, warum sprecht ihr nicht mit dem Sammler? Genau. Es Hallo. kommt näher. Es wagt zu sprechen. Wird es die Maske als Entschädigung für derlei Beleidigungen anbieten? Madame Caprice schickt uns. Sie sagt, eure Sammlung könnte etwas enthalten, womit sich ein dargonischer Code entschlüsseln lässt. Es erwähnt Madame Caprice, will, was Gasmod und nur Gasmod allein gehört. Es ist anmaßend. Es soll uns aus den Augen gehen. Gasmod will es nicht mehr sehen. Lyrant, vielleicht könnt ihr bessere Überzeugungsarbeit leisten. Ich wollte euch nicht beleidigen, indem mein Sterblicher mit euch spricht, Sammler. Wir wollen uns einen dargonischen Entschlüssler leihen. Da ihr offenbar interessiert seid, erlaube ich euch, meine Maske zu untersuchen. Nein, der Arox darf die Galerie nicht verlassen. Doch Gasmod wird sich die Maske ansehen. Hier entlang, Maskenwesen. Maskenwesen. Kommt, kleiner Ich mag Sterblicher, den, der ist wir müssen toll. den Arox finden. Vielleicht ist die Galerie hinter dieser Tür. Ja, mach. Ach so. Der Ja. Sammler hat erwähnt, dass er einen Entschlüssler hat, den man den Arox nennt. Wir müssen ihn finden. Naja, das ist noch ein bisschen lieblos. Das ist ja alles nicht zu erkennen. Es scheint, als bestünde Hallo. Gasmod-Sammlung nicht nur aus Relikten. Ah, die ganzen bösen Pflanzen aus Trübmoor. Es wagt, unsere Sammlung zu betreten? Weiß es nicht, dass wir durch viele Augen blicken? Doch, doch. Ein Arboretum? Diese Sammlung ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Bastian. Ich müsste mich ja eigentlich. Oh, die habe ich ja immer gehasst. Lasst euch nicht unterkriegen. Einer. Oh, hallo. Lalala. Unsere Sammlung ist ebenso gefährlich wie schön. Tja. Oh. Nein. Charus-Schnitter. Standard, hör mal auf. So was sammelt man nicht. Vielleicht liegen die dargonischen Relikte hinter dieser Tür. Glaube ich nicht. Meinst du wegen dem Zeichen? Diese Lalala. Galerie enthält nur ein einziges Ausstellungsstück. Seht nach, was es Ich bin ist, Sterblicher. Arox der Verstümmler. Schrecken der Totenländer. Lasst mich aus diesem nur wenig, was die Totenländer durchstreift. Besudelt sich nicht selbst, wenn es den Namen von Arox, dem Verstümmler, hört. Oh. Okay. Endlich süße Freiheit. Arox schuldet euch etwas für diesen gnädigen Genuss. Zack. Ihr habt Arox freigelassen. Frei! Der Arox Verstümmler. steht bei euch in Wow. einer Ehrenschuld. Und Arox wird sie begleichen. Ungeachtet dessen, wie lange es dauern mag.
Ihr habt mein Wort. Doch bitte sagt mir, wem schulde ich diesen ungeheuren Dank? Es ist dumm, es ihm zu sagen, aber ich muss. Ich bin das Resultat, das ist Lyran, doch ihr seid eine Dätratte? Wir dachten, ihr hättet irgendeine Art dätrisches Relikt. Ihr werdet irgendeine Art dätrisches Relikt? Zweifelt nicht an dieser mitleiderregenden Gestalt, Sterblicher. Denn in ihr schlägt das Herz des Schreckens der Totenländer, des Spalters der sieben Himmel und des Kriegsherrn der treibenden Ödnis. Geil. Ich bin Arox der Verstümmler. Und ja, ich hause derzeit in diesem Leib einer Dätratte. Uns wurde gesagt, ihr könntet jeden dargonischen Code entschlüsseln. Dargonische Codes? Das ist so leicht wie einer Unheilsbrut die Ohren abzureißen. Arok spricht die vielen Zungen der toten Länder fließend. Kein Code kann seine Bedeutung vor den Augen des Verstümmlers verbergen. Wo wir gerade von Augen sprechen. Wir sollten diesen Ort verlassen, bevor der Sammler in unsere Richtung sieht. Wenn wir euch mitnehmen, versprecht ihr dann den Code zu entschlüsseln, sobald wir an einem sicheren Ort sind? Ich habe bereits einen Eid geleistet, meine Schuld euch gegenüber zu ehren. Ich werde jede Schriftrolle im Turm von Fürst Dagons wie Comte-Schreiber entschlüsseln, falls es das ist, was ihr wünscht. Ich schwöre euch die Treue, sterblicher Herr. Ihr gebietet über mein Leben und meine Fertigkeiten. Gollum, Gollum, wohlan denn, hüpft in mein Bündel, Arox. Mit Vergnügen, sterblicher Herr. Schwupps, und dann habe ich ihn dabei. Das ist neu, das ist gut. Ja. Hihi. Euer Bündel ist perfekt, Herr. Und ich habe die verschlüsselte Notiz gefunden. Ich arbeite gleich an der Übersetzung. Gasmod sieht die Eindringlinge. Jetzt werden wir die Macht unserer Sammlung zur Schau stellen. Oh, ein Intrig. Intrig. Vielleicht werden sie uns amüsieren, wenn unsere Sammlung sie zerstört. Ach komm. Ach, geht noch nicht gut. Ah, ja, ist gut, ich komme. Es stellt unsere Geduld auf die Probe. Diese Monstrosität wird es vernichten. Glaube ich nicht. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Ja, ist ja gut. Oh, war das so schwer. Schnell, durch die Tür und sucht die Anachoretin, bevor der Sammler zurückkehrt. Wieso ist denn der jetzt weg? Keine Ahnung. Hallo. Hey, ein wenig Hilfe hier. Ja. Dieser schwebende Sackaugen will mich zu einem dauerhaften Teil seiner Sammlung. Danke. Verschwinden wir von hier und kehren zu Madame Caprice zurück. Machen wir. Oh, guck mal. Oh, das ist wichtig. Warte. Haha. Das da? Ah, guck mal du. Ihr da. Ah, mein unerschrockener Gefährte aus der Stadt der Urwerke. Stimmt. Hi. Wie ich sehe, springt ihr von einem rätselhaften Reich zum anderen. Das trifft sich gut. Ich brauche jemanden mit euren Fähigkeiten. Ja, was soll ich machen? Ich habe vor kurzem entdeckt, dass jemand vorhat, Mephalas wichtigstes Artefakt, die Ebenerzklinge, zu versteigern. Ich hatte kaum vermutet, dass so etwas möglich ist, doch ich überlasse nichts dem Zufall. Als ich begann, Erkundigungen anzustellen, sagte das Haus Hexos die Auktion ab. Wegen euch? Ich bin die führende Autorität, was dädrische Artefakte und die großen Magier unserer Epoche angeht. Also ja, ich bin mir recht sicher, dass sie versuchen, die Waffe vor mir zu verbergen. Ein törichtes Unterfangen.
Wenn ihr entscheidet, mir bei der Suche nach der Klinge zu helfen, werde ich euch gut entlohnen. Okay. Unser erstes Anliegen ist die Untersuchung des Auktionshauses. Es ist da drüben bei dem Nereidenbrunnen. Sammelt Aussagen, Schriftverkehr, alles, was ihr könnt. Sobald ihr genug aufgetan habt, trefft mich am Markt am Nordzugang zu den Bruchgassen. Was ist mit der Ebenerzklinge? Es ist ein Artefakt der Grauenslehrerin Mephala. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein aus Obsidian gefertigtes Katana. Doch ich versichere euch, diese Klinge ist weit mehr als ein simples Schwert. Es ist die Arglist der Fürstin in stofflicher Form. Ein Leben verschlingendes Mordinstrument. Was werdet ihr tun, wenn ihr sie findet? Nehme ich da ein gewisses Misstrauen in eurer Stimme wahr? Falls wir die Ebenerzklinge bergen, werde ich tun, was ich mit allen gefährlichen Relikten tue, die ich an mich bringe. Ich werde sie sicher verwahren. Ich kann euch sagen, dass es niemanden gibt, der besser ausgestattet wäre auf einen solch schrecklichen Gegenstand. Oh. Ach, das passiert gerade. Ja, ist ja gut. Ja, Entschuldigung. Unser erstes Anliegen ist die Untersuchung des Auktionshauses. Es ist ein Artefakt. Ja. Nehme ich da ein gewisses Misstrauen in eurer Stimme wahr? Ja. Ha. Ruhe ist ein Luxus, den sich die Ehrgeizigen nicht leisten können. Meine Angelegenheiten in der Stadt der Uhrwerke, so wichtig sie auch sein mögen, stellen nur einen Bruchteil meines großen Plans dar. Ich habe Interessen in vielen Reichen überall in Aorbis. Einschließlich diesem hier. Habt ihr immer noch den Generalschlüssel? Bei mir? Nein, ich bin schlauer als mit solch einem Artefakt, das mir in der Tasche klimpert, über die Straßen von Ferngrab zu schlendern. Doch er ist recht sicher verwahrt. Ich gab Siel mein Wort, dass ich ihn nicht den Daedra in die Hände fallen lassen würde. Ich ehre alle meine Abmachungen. Alles klar. So, wir schalten wieder um. Ja, tiefer. Herr, Arox hat die Notiz entschlüsselt. Daedrische Truppen aus der Flammenwirbelfeste in den Totenländern bereiten sich auf die Invasion von Ferngrab vor. Gut, Ratte. Sterblicher, findet heraus, was sonst noch in der Notiz steht. Diese Daedratte spricht? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe, sterblicher Herr? Valkynas Nokvros wird die furchterregendsten daedrischen Truppen der gesamten Totenländer in diese Nexus-Stadt entsenden. Die Zerstörung wird glorreich sein. Steht in der verschlüsselten Nachricht noch etwas anderes? Sie ist an eine elende Hündin namens Schwester Seldina gerichtet. Einer der am schwächsten klingenden sterblichen Namen, die ich je gehört habe. Warum einer der mächtigsten Kriegsherren von Meronis Dagon, nicht so mächtig wie Arox wohlgemerkt, sich dazu herablassen würde, einer schwachnamigen Sterblichen zu helfen, verblüfft mich. Arox, der Rest der verschlüsselten Nachricht, bitte. Ja, richtig. Truppen stehen in der Flammenwirbelfeste bereit. Meldet, wenn die Verteidigung von Ferngrab fällt und die Invasion wird beginnen. Remora-Klingen werden die Stadt erobern, nicht eure Verkörperungen. Das sind alle Worte, sterblicher Herr, dessen Name in keiner Hinsicht schwach ist. Nein, er bringt Ergebnisse. Dann sollten wir uns zur Flammenwirbelfeste machen. Sputen wir uns, Herr. Flups. Hervorragend, sterblicher. Nutzt den Platz der Portale, um die Totenländer zu erreichen. Oh ja, da waren wir noch nie. An der Flammenwirbelfeste. Dann kommen wir endlich dahin. Jetzt kommen wir dahin. Dann können wir tatsächlich auch diese Bosse mal machen, ne?
So, hier lang. Da hoch. Ach, das ist hier. Das hier. Portal der Sänge? Echt? Gut. So, jetzt noch zwei Folgen, wenn die hier zu Ende ist. Wo bin ich jetzt? Ah, da bin ich ja. Die Totenländer. Aha. So, und wo sollen die sein? Tiefer. Nein. Ach, egal. Wo soll das sein? Ich finde es gerade ein bisschen seltsam. Ja, ist ja gut. Ach, hier. Na. Dieser Ort riecht herrlich, Herr. Was beim Vergessen war das? Nach einer große Macht wurde gerade in der Feste entfesselt. Schnellsterbliche. Wir müssen herausfinden, was dort drin vor sich geht. Ah, ja, klar. Gehen wir doch rein. Ist auch wieder sehr stimmungsvoll gemacht. Gefällt mir gut. Bisschen Strickmuster, aber es ist gut. Sie haben euch einmal aus Fernwart getrieben. Wie viel Scheitern müsst ihr noch ertragen, Seldina? Vorsicht, Nokros. Sonst hetze ich vielleicht noch meine Verkörperung auf euch. Eine Klingenträgerwaffe. Hier? Untersucht sie, Sterblicher. Es ist das Wappen der Klingenträger. Ja, klar. Das ist nicht ihre Festung. Warum sollte ein zerbrochenes Schwert von Ihnen hier sein? Ich spüre Eindringlinge in der Feste. Lyrant und ihre Schergen. Verkörperung! Vernichte sie! Dann machen wir die doch mal platt. Das wird unter Umständen ein bisschen haarig. Ich glaube, dann gehen wir lieber mal auf Fernkampf. Ich habe ein Energiebecken heraufbeschworen. Geht hinein. Was? Geh weg. Ja. Wo ist das Energiebecken? Ich sehe keins. Ich habe ein Energiebecken heraufbeschworen. Geht hinein. Wo ist das? Wo ist das Energiebecken und was ist das Energiebecken? Ist ja gut. Wo soll das sein? Ach, da.
Ey.